Hallo liebe Dampferinnen und Dampfer und alle, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich bin Nebelix und heute dreht es sich um den Votofo Next M Pro Tank. Das ist ein Fertigquellverdampfer. Und außerdem gebe ich euch noch ein kurzes Feedback zu meinen 18650er Akkus, die ich auf Wish gekauft habe, und gebe euch auch dazu noch meine Meinung ab. Bleibt dran, denn nach dem Intro geht es los hier. Are you in pain, Mike? Been in pain, Mike? $100 bottle of champagne, like. So Leute, der Votofo Next M Pro Tank hat einen Durchmesser von 24 mm und hat eine Liquid-Kapazität von 4,5 bis 6 Milliliter laut der Beschreibung, die mitgeliefert wird. Und ich habe mir den Tank in Silber geholt, also aus Edelstahl. Die Befüllung findet oben statt. Ihr habt hier auf eurem Verdampfer den schwarzen Punkt, den wir hier sehen. Hier schiebt ihr einfach euren Dampfer dann zurück und dann seht ihr hier die Silikondichtung. Da oben habt ihr dann einen Befüllschlitz, den ihr dann mit eurem Liquidflasche eindrückt, und dann könnt ihr euren Dampfer befüllen und schiebt das dann wieder zu. Und das mit dem Zuschieben war es dann auch schon, ihr müsst hier nicht zudrehen. Und ja Leute, der Votofo Tank hat ein 5-Zähne Gewinde. Und ja, das ist eigentlich ein Standardgewinde mittlerweile, was ich so weiß. Jo Leute, kommen wir zum Lieferumfang, Leute. Mitgeliefert wird ein H12 Coil. Das ist ein Clapton M-Draht, der da drin verbaut ist und hat 0,20 Ohmen und kann zwischen 55 und 75 Watt verdampft werden. Und wenn ihr euch den Verdampferkopf kauft und den zweiten mitgelieferten Coil sucht, so wie ich, da bekommt ihr nämlich nur einen H15 Coil. Ist ein Single M und Parallelcoil, der zwischen 65 und 80 Watt gedampft werden kann. Und ja Leute, es gibt hier auch noch so eine coole Zusatzsache für alle Selbstwickler-Fans. Es gibt hier nämlich ein Wickeldeck, das ihr euch zusätzlich kaufen könnt, das ich hier bereits verbaut habe. Und auch mit dem ich dampfe. Und ja, Leute. Ich finde das Selbstwickler-Deck eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Jo, Leute. Ihr habt einfach irgendwie bei dem Tank mit dem Selbstwickeldeck, ihr habt ein bisschen einen strafferen Zug, Leute. Wenn wir hier den Vergleich mit meinem neuen Schmuckstück machen, mit dem Siegfried, dann geht das hier viel leichter vonstatten. Ihr seht hier, hier muss ich ein bisschen strenger ziehen. Und beim Siegfried geht das eigentlich viel, viel leichter. So Leute. Dann bewerten wir mal nebenbei den Votofo Next M Pro Tank. Jo Leute. Ich finde bei den Coils
den H12 Coil, den ich euch jetzt gleich nochmal einblenden werde, den finde ich ehrlich gesagt besser. Der gefällt mir echt besser von der Stärke her. Gefällt er mir echt besser. Geschmacklich finde ich beide eigentlich ganz okay. Nur ich feiere den H12 Coil, feiere ich einfach mehr, Leute. Und ja, Leute, der H15 Coil hat hier so eine Spirale drin. Finde ich eigentlich auch ganz okay. Nur von der Stärke her ist er nicht so mein Fall. Aber ist trotzdem ein Top-Verdampferkopf. Beziehungsweise Coil, ne? Ich feiere beide irgendwie vom Geschmack her. Nur der H12 Coil ist von der Stärke her, also vom Spüren im Hals, finde ich den H12 besser. Und ja, Leute, das Selbstwickle-Deck ist eigentlich auch sehr, sehr cool, finde ich, dass es das gibt. Nur wie ich euch bereits vorhin gezeigt habe, ihr müsst hier etwas straffer ziehen, als wie beim Siegfried zum Beispiel, wie ich euch vor dem Vergleich gezeigt habe. Und ja, der Dampfer bekommt von mir einen Daumen hoch. Geschmacklich ist er auch top. Vor allem die Coils sind auch sehr, sehr gut. Gefallen mir beide vom Geschmack her. Nur ich feiere den H12 Coil mehr. Und jo, Leute, dann werden wir uns jetzt mal den Akkus widmen, die ich mir bei Wish gekauft habe. Die hellgrünen Akkus würde ich mal einen Daumen runter geben, da ich sie sehr, sehr schlecht finde, Leute. Die taugen fürs Dampfen echt gar nichts, Leute. Die taugen echt null. Die Akkus entladen sich gegenseitig irgendwie sehr komisch. Darum werde ich sie jetzt auch demnächst entsorgen in der Akkubox in einem Lebensmittelgeschäft. Und ja, Leute, ich würde sie euch nicht empfehlen zu kaufen. Und jo, Leute, dann kommen wir auch schon zu den dunkelgrünen Akkus, Freunde. Ich habe die dunkelgrünen Akkus auch hier gerade in der Drag Kit verbaut. Ich muss sagen, ich finde sie echt geil. Ich finde sie top. Ich finde sie echt gut. Ich habe nämlich schon ein paar verheizt hier. Und ich muss sagen, die Akkus sind echt top. Auch von der Leistung her feiere ich sie übelst. Die Leistung ist top bei den Akkus. Und jo, Leute, die Akkus bekommen von mir einen Daumen hoch. Entschuldigung. So, Leute, und ja, die bekommen von mir echt eine gute Bewertung. Ich habe sie auch getestet, wie schon gesagt. Ich finde sie geil. Ich finde sie top. Laufen einwandfrei, so wie sie laufen sollten. Und ja, Leute, ich habe sie im 8er-Pack gekauft, weil ich sowieso neue 18650er Akkus brauchte. Und ja, Leute, es ist einfach top. Die Akkus, die ich bestellt habe, die dunkelgrünen, die gefallen mir echt gut. Und ja, Leute, ich gönne mir jetzt noch einen Zug vom Votofo NexM Pro Tank und dann werde ich mich von euch verabschieden. So,
So Leute, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass wir uns dann den Digiflavor Torch RTA anschauen, der bereits in Österreich gammelt beim Zielpaketzentrum. Ich bin mal gespannt, wenn der zugestellt wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage jetzt, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal, euer Nebelix. Ciao, ciao.